So, willkommen zurück zu The Crew. Wir sind hier immer noch am Start, die Skyline Crew. Corleone, ja, keine Ahnung. Warte mal doch. Der scheint am Start zu sein. Ich lade den einfach mal in die Crew ein. Mal gucken, ob er beitritt. Jo. Er ist der Crew beigetreten, auch wenn seine Verbindung gerade sagte, ihr könnt mich nicht sehen. Komisch. Burnout! So, ja, Crew Koop. Starten wir mal. Mal gucken, ob es klappt. Bei ihm scheint es ein bisschen zu hakeln. Er konnte, glaube ich, nicht beitreten. Schade. Vielleicht hat er Verbindungsprobleme. Möglicherweise. Naja. Werden wir bestimmt irgendwann neu erfahren. Ham wird gefürchtet und respektiert. Gefürchtet, weil er Männer verschwinden lässt. Respektiert, weil er was am Lenkrad drauf hat. Das ist Cams Lauf. Seine Zeit auf der Strecke ist Wahnsinn. Kannst du sie schlagen? Finden wir es raus. Okay, er ist offline. Er scheint Probleme zu haben. Gut, versuchen wir mal diese Psycho-Zeit zu schlagen. Wie wir wissen, scheint er ja einen blinden Lamborghini zu fahren. Schlag den Rekord nicht nur, vernichte ihn. Ja, nett. Ich hoffe, unser Wagen reicht dazu aus. 12 Kilometer. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir beißen uns hier die Zähne dran aus. Mit den Wagen müssen wir unbedingt aufpassen, denn wir dürfen nicht zu schnell in die Kurven. Das ist kein Straßenfahrzeug, das ist ein Performance-Fahrzeug. Und das heißt, er hat nicht unbedingt das Handling, was wir erwarten. Der verhält sich schon ein bisschen steif, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir den Rekord da gebrochen kriegen. Sollte möglich sein, sonst wird ihr ein bisschen blöd, wenn wir das nicht schaffen können mit dem Wagen. Müssen wir erst noch ein bisschen Tuning hier machen. Naja, schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Wir fahren so gut es geht. Und der Herr hier hinter uns, ich weiß nicht, der müsste mindestens doppelt so schnell sein. Oder er hat einen ganzen Batzen Bronze-Updates nur. Kann natürlich auch sein. Aber er kann fahren, das ist schon mal gut. Kein Crasher, er fährt vernünftig. Also wir haben bis jetzt noch keine Situation gehabt in den letzten Folgen mit denen, dass er uns irgendwie voll weggecrasht hat. Finde ich recht gut. Ausgeglichene Fahrtalente, würde ich eher sagen. Aua. Ach, shit. Das war jetzt fail. Checkpoints zählen auch bei ihm, ne? Komm, wenn er durchfährt, ist er weg.
Also kann er eigentlich auch die gute Zeit für uns rausholen. Ganz schön kurvige Straße auf jeden Fall. Boah. Man merkt halt, dass er wirklich ein bisschen mehr Power hat. Aber ich meine, das ist ausgeglichen. Kann mich vorstellen, dass sein Wagen nur so ein bisschen schneller ist. Boah, so kurz vorm Ziel hole ich ihn noch ein. Ich werde mir klopfen. Also, es macht richtig Spaß, mit dem Junge zu fahren. Also, der fährt einfach astrein. Ja, er ist so, wie ich es mag. Ein würdiger Gegner, wo es einfach nur Spaß macht und bis zur letzten Sekunde spannend bleibt. Einfach nur geil. Respekt. Du blöder Homo-Fürst von... Ah! Ah! Toll! So ein schönes Rennen und dann kackt uns hier die Verbindung ab. Boah, jetzt können wir noch mal fahren. Happy Birthday. Das war jetzt gerade nicht an ihn gerichtet, sondern an den Online-Dienst. Oh, und das lädt immer so lange. Das ist zum Kotzen. Gerade am Ende. Oh, was zur Hölle? Ja, ich hoffe ja, die Server sind jetzt überhaupt noch erreichbar. Sonst haben wir hier eine Kurzfolge. Weil das eigentlich auch die letzte Folge für die Session ist. Bleh. Kann doch nicht wahr sein. Was feierst du? The Crew. Hab ich auch noch nie gehabt, hat er so lange lädt im Ladebildschirm. So, fortfahren. Ja. Finde ich ja extravagant wieder hier. Und gefreestes Ladeding da unten wieder. Also vom Ladebildschirm her ist das Spiel schon speziell. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Fehler oder Bug in der Story. Ja. Doppelt gemuppelt hält besser, ne? Ja, ermittle du mal deine Spots da. Ja, und wie wir sehen, dürfen wir es nochmal fahren. Weil wir es einfach so gerne machen. Alex, wenn du dir einen Ruf bei den echten Fahrern hier aufbauen willst, dann kann ich dir sagen, wie. Bin ganz Ohr, Alita. Fahr zur Position auf dem GPS. Zeig, was du kannst. Ja, wir warten mal kurz. Ein paar Sekunden. Vielleicht ist ihm auch alles abgeschissen und er ist gleich wieder online. Ist das nicht schön? Boah. Eiszeit hier. Ups, Fenster zu. Naja, passiert, ne? Kann ja nicht immer alles glatt laufen. Aber die Zeit ist auf jeden Fall leicht zu schlagen. Wahnsinn ist es jetzt nicht. Okay, ich sehe, das hatten wir letztes Mal auch schon, das wird eh wieder Verbindungsprobleme geben, da konnte er letztes Mal schon nicht richtig beitreten. Hier lädt es schon wieder, die Server haben schon wieder Probleme, wir versuchen das jetzt nochmal, wenn er da wieder abkackt, dann raste ich halt aus und zerstöre hier alles. Ja. Leider... Na, fahren wir jetzt einzeln. Sorry, wie Theobogen, aber ja. Pff, keine Ahnung. Und ich wette, diesmal machen wir voll den Fail und kriegen keine vernünftige Punktzahl. Gut. Hoffentlich kriegen wir diesmal wieder so geschmeidig hin wie vorhin. Ich konzentriere mich jetzt mal eine Runde, damit wir ja auch nicht wieder irgendwie failen. Aber ich gehe mal schwer davon aus. Ich habe das so im Blut gerade.
dass wir hier abkacken. Irgendwas muss passieren. Einfach nur daran denken, Forza-Skills ein. Nicht zu schnell in die Kurven, wie gesagt, das Ding hier ist nicht unbedingt für die Kurven ausgelegt. Ah, ja, da wäre schon mal ein Fail. Jetzt nicht unbedingt tragisch. Ja, es geht los. Ich habe keine Konzentration mehr, weil mich jetzt schon wieder aufregt hier. Wobei, wenn wir uns den Crash sparen, den wir vorhin kurz hatten, könnte das sogar noch was werden hier. In der Zeit liegen wir natürlich gut. Aber ob es für Gold reicht, ist die Frage. Schade, aber egal, wir haben auf jeden Fall ein spannendes Rennen vorhin gehabt. Gewonnen haben wir ja, jetzt müssen wir leider noch mal alleine fahren. Weil die Dienste hier schon wieder an ihre Grenzen stoßen. Irgendwann können wir das ja nochmal wiederholen. Alles, wenn man ein bisschen schneller unterwegs sind, dann wird das auch leichter sein, hier Gold zu machen überall. Aber ich komme gut klar eigentlich mit der Karre, dafür hat die nicht so gut in den Kurven liegt. Vom Fahrgefühl her eigentlich sogar sehr gut in den Kurven, wenn man es kann, wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man weiß, dass der Wagen, oder beziehungsweise wenn man weiß, wie sich der Wagen verhält, dann geht das eigentlich. Kann ja nicht so der Held sein, der Typ, der hier den Rekord aufgestellt hat dann. Komm schon. Ziel gerade. So, wehe, das kackt jetzt wieder ab. Ich hoffe, wir kriegen Gold. Mission erfüllt. Stufe 26. Gold. Yes. Yes. Okay, ausstatten. Sehr schön. War zwar nicht so schnell wie der Dings vorhin, aber okay. Mehr Bugs wären vielleicht mal schön, wenn man so pro Rennen 9000 oder mehr kriegen würde. Du hast es geschafft. Kinderspiel. Ha, Lügner. Mann, wenn sich das verbreitet, hast du bald alle Fahrer in den Staaten auf dem Hals. Passiert. So. Ja, Meteorbogen scheint auch nicht mehr online zu kommen. Warum stehen die hier so hohl rum? Boah, okay, die haben schon etwas flottere Fahrzeuge. So, ja. Weil die Server gerade ein bisschen schwerbehindert sind, machen wir jetzt auch schon Schluss für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. So, Crew, neue Session, neues Glück. Dann sind die Server hoffentlich auch wieder in Ordnung. Okay, macht's gut, Freunde. Tschüss.